Es geht weiter mit Super Mario Odyssey hier im Forstland. Wir gucken hier weiter nach den Moden. Es fehlen hier noch über 50. Im letzten Part kann man sehen, ich habe nur 12 eingesammelt. Nach Mathematik müsste es jetzt noch mindestens 4 Parts dauern, bis dass wir es nun beendet haben, aber ich bin doch etwas optimistischer, dass es ab jetzt noch allerhöchstens 2 dauert. Okay, hier oben haben wir schon mal einen. Da kommen wir jetzt mit normalen Sprung nicht hin. Da braucht schon was Besseres. Und ich glaube, ich weiß schon, wo etwas Besseres gibt. Und zwar hier. Oh, hier waren auch noch Peach. Peach im Forstland. Okay. Dann. Hier irgendwo. Ja, aber diesen Typi, was der macht, keine Ahnung. Auf jeden Fall kann er uns Münzen geben. Das macht er jetzt auch mal. Ein paar Coins rüber wachsen lassen. Dann können wir hier auch das hier capturen. Habe ich das jetzt gemacht? Selbst als gecaptured? Ja, irgendwo gab es auch so eine Liste, ja, die Kaperungsliste. Okay, dies. Da fehlt noch ein bisschen was, aber das haben wir jetzt. Ja, Gift-Piranha. Gibt ja auch noch die Feuer-Piranha. Habe ich etwa noch nicht? Ach, die habe ich auch. Okay. Sehr interessant auf jeden Fall. Frag mich, was da noch so fehlt, aber ich glaube, das können wir auch schon während dem Spiel hin. Ich freue mich schon auf dieses Level. In der gibt es noch, ich will jetzt nicht sagen Hub-Mode, wobei eigentlich doch, wo gibt es noch eine erschwerte Variante. Und auf die freue ich mich, denn das ist wirklich eins der schwersten Monde überhaupt. Wenn nicht sogar das schwerste oder zweitschwerste. Ich würde sagen zweitschwerster. Vielleicht nicht das jetzt hier, aber in der Hard-Variante, die wir auch noch kommen werden, in einer Welt, die ich euch noch nicht gezeigt habe. Jetzt das hier. Nicht verrecken. Okay. Und ich spare Fahrt. Achtung, Gefahr. Dann. Hier. Wenn wir jetzt hier reingehen. Eigentlich soll ich nur Kleidung machen, aber jetzt wahrscheinlich 50 andere Monde, die mir noch so eingefallen sind. Und zwar hier. Wenn wir jetzt hier alle Blumen zu blühen bringen, war es jetzt zu langsam. Man muss hier das hier so seitlich wie so ein Dreher machen. Aber das macht der nicht immer. Ernsthaft, ich mache es so seitlich, aber manchmal registriert er das nicht. Cappy! Oh, reg Cappy manchmal auf, Cappy. Vor allem, ich mach eigentlich so perfekt seitig, aber Cappy registriert es einfach nicht. Das ist halt diese scheiß Bewegungsstörung. Ich habe das auch sogar in GoVacation gesagt, dass die gut eingebunden ist, aber jetzt bin ich es mir gerade noch am überlegen. Oh. Lass die geheime Blumenweide blühen, da kann man ja kaum erkennen. Hier alles weiß auf weiß.
und ihr habt nichts zu sagen. Okay, dann holen wir uns hier einen Samen. Da war ich schon mal. Aber das ist nur irgendwie, wenn ich hier diese Steine wegmache. Das muss ich auch noch gleich überprüfen. Pass mal auf. Ich hole jetzt mir diesen Kollegen. Denn hier dieser Panzer, ich glaube, der war vorher Panzer, kann das sein? Die waren weg. Und dann muss man vielleicht die Dinger zerstören, aber mit dem hier können wir jetzt auch das hier wegmachen. Aber jeder Schuss kostet eine Münze. Ja, kein Mond, weil dafür hier sowas. Interessant, aber was denn unter uns? Okay, so ein 8-Bit-Bereich. Okay, hier sollten wir vielleicht der Weg, den man nehmen sollte. Aber ich habe jetzt hier so einen Alternativweg hat genommen. Okay, das ist auch sehr interessant. Auch die Musik. Die Bergseite hinauf. Also die anderen 8-Bit-Soundtracks haben mir besser gefallen. Okay, so ein Schlüssel. Gibt es noch irgendwo ein Schloss? Auf jeden Fall gibt es hier ein paar Münzen. Aber ein Schloss sehe ich gerade nicht. Da, was ist denn hier? Ich setze einmal hin und dann wieder zurück. Was? Ja. Hier geht's hin. Timid wieder zurück, oder wie? Ja. Schwinge ums geheime Blumenfeld. Dann gib mir hier mal einen Samen. Aber jetzt wirklich. Ab dafür. Habe ich schon mit Peach geredet? Ich glaube schon. Kann ich auch gleich nochmal nachprüfen. Ja, meine Demenz, die... nicht abspringen. Okay. Hier gibt's irgendwo... genau dich. Und hier gibt's eine Menge Münzen, aber auch sicherlich zwei Monde. Ich war hier schon mal wegen den Münzen, den länderspezifischen, aber Mode wollte ich ja noch nicht machen. Darum habe ich hier das Gebiet blank gelassen, denn was hier denn hier oben? Über den Wolken. Wacht auf mich! Von den ganzen vielen Münzen auch nicht das hier vergessen. Wolkenspaziergang. Ich glaube, man stirbt nicht. Nee. So weit ist man wenn man da runterfällt, kommt man einfach nur wieder unten. Aber ich will jetzt wieder einen neuen Samen holen. Dann
einfach nochmal mit dir reden und dich drunter fallen wie so ein Vollidiot. Hier gibt es auch noch irgendwo einen Mond, aber keine Ahnung wo. Vielleicht finde ich es ja noch aus Zufall. Mach erstmal die, die mir jetzt so direkt anfallen und der Rest, den hole ich ja nach. Hier sehe ich etwas. Und die Bäume auch nicht so gerendert haben. Na, natürlich muss der Mond doch erstmal eine Weltreise machen, einfach so. Kriegen ist wohl nicht drin. Verwirrt in hohen Wirbeln. Ja, da muss ich wohl nochmal hin. Denn 100% fertig sind wir nicht. Überhaupt hier oben. Ja, hier kommen wir vom Stadtdings. Wohin? Ja, da kommen wir natürlich auch noch mit dem Typi hin. Klick hinab auf die Gumbas. Hier unten. Da geht sicherlich auch noch was ab. Komm mal da am besten hin. Ja, so runterspringen will ich jetzt nicht. Ja, ganz einfach hier. Okay, mal Tocke tut, da können wir uns ein paar Tipps holen. Was hätten wir denn hier unten? Ich glaube, da war auch wieder so ein Ort, wo ich schon mal war, um länderspezifische Münzen einzusammeln. Moment. Moment. Was? Ich kann nur die zwei Richtungen. Okay. Muss man wohl mit dem sehr knappen Walljump hin. Oder steigt auch das Wasser so hoch? Ja, er steigt nur bis hier. Komm, Wasser, steig. Unterwassertunnel. Überlegen. Hier. Hier ist auch noch so ein Bereich. Ah, davon gibt es auch noch mal eine Hard-Version. Und das war ja auch nicht das Einfachste auf der Welt. Also Schlüssel holen. Und jetzt nicht zurück, sondern da unten, da war auch noch was. Ja, genau. Boom. Unter der Rumpelstraße. Also seht ihr schon, die Hard-Version hat dafür gesorgt, dass ich das Gebiet noch sehr gut in Erinnerung hatte. Immer die Namen Rumpelstraße. Was haben wir denn hier? Den hier einfach so zu besiegen, war wohl mit Cappy doch schon zu lame, aber auch Ronis ist es lame. Wie Cappy sich auf einmal verwandelt hat.
Ah, haben wir da nochmal Hinweiskunst? Okay, aber erst. Okay, einfach mal so Mond in nichts. Lass mal gucken. Gibt es irgendwelche Besonderheiten? Auffälligkeiten? Er ist so ein Vogel. Nein! Ausnahmsweise nicht. Und hier, die Hinweiskunst. Nein, das ist kein Hinweiskunst. Hier wird einfach nur den Stampfattackensprung erklärt, obwohl ich den schon 50 Mal im Spiel gemacht habe. Gerade jetzt eben auch wieder. Was haben wir hier? Okay. Hier oben war doch auch noch ein Mond, oder? Einfach so. Hoch oben in der Höhle. Hatte ich irgendwie noch in Erinnerung. Dann holen wir uns einer von den Typis. Und gehen da hoch. Da ist sicherlich auch noch was. So ist es, hoch oben auf einer Felswand. Ja, hier war doch auch so die Sterne oder andere Mond, ja. Und hier ist sicherlich ja auch wieder einer, die Nuss im roten Labyrinth. Okay, sehr viele Monde sind ja easy. Ah. Den kann man nicht so gut ausweichen. Bei ihm muss man sowieso lang, witzigerweise. Und hier gab es Local Coins. Und dann haben wir Nummer 5. Und es gibt sogar einen Mond, den wir noch nicht haben. Mondstücke im Wald. Kann ich direkt wieder neu probieren. Ist doch immer so toll, wie dann der Mond Quatsch Cappy dann rot wird. Hätte man vielleicht. Noch ein bisschen ändern können. Tic-Tac-Turnier 1. Da bin ich mir nicht sicher, wie es jetzt hier auf dieser Insel aussah. Ob es da jetzt auch noch was gibt. Da gab es ja auf jeden Fall Local Coins. Dann kann ich mich erinnern. Ja, da war was. Und zwar der Typi. Ja, dann muss man jetzt diese einen. Er bezeichnet es als Wesen. Weiß auch nicht mehr, wie die heißen. Hier? Ist das hier der geeignete Ort, um sich da zu teleportieren? Ja, so in etwa. Wobei von hier ist der Sprung noch schon einiges schwieriger. Ah, ist aber noch möglich. Mit einem guten Walljump dazwischen. Gerade noch so erreichbar. Ich bin ziemlich dumm, dass ich damit schon ausgestiegen bin. Aber ich wusste nicht, dass es kommt. Und das ist ja wirklich sehr fair. Aber ich glaube auch an bereits gesammelte Munde kann man sich heilen. Genauso war es auch. Warum sind auch hier diese ganzen Dinger immer so langsam, damit man auch mit denen hier voranschreiten kann, denke ich. Würde zumindest Sinn machen.
Und jetzt, weil wir ihm diese Kreatur gezeigt haben, ist jetzt so glücklich, dass es uns einen Mond gibt. Dann habt auch viel Spaß. Ich mache mich mal wieder auf, um noch ein paar weitere Monde sammeln zu können. Oder Part. Denn Nike will ich im Ende zu, da brauche ich hierfür doch wohl 3 Episoden. Ja, 3 Episoden auf jeden Fall. Oh, Bossfight. Okay. Den bringe ich noch. Ich kann mich sogar daran erinnern, dass es sogar recht schwierig war. Aber jetzt mit 6 Energie ist er doch wohl hinzukriegen. Also jetzt noch nicht, aber gleich. Ja, jetzt hat er 4 solcher Dinger und die sind auch noch länger. Aber noch sind wir... Verdammt, aber noch sind wir nicht groß genug. Da muss man echt Abstand lassen, denn jetzt... Normalerweise wären wir jetzt schon tot. Nein, 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 nein. Ah. Dann müssen wir jetzt Abstand lassen, damit der die Dinge überhaupt spawnt. Spawnt jetzt keine mehr. Okay. Also ohne extra Energie hätten wir es jetzt nicht geschafft. Gut, dass ich da nochmal nachgesucht habe. Okay, dann irgendwo hier unten. Noch ein Mond. Genau da, wo ich jetzt bin. Oder jetzt nicht mehr. Doch nicht. Okay, dann war es das jetzt wohl mit dem Part. Beim nächsten Part gibt es wohl die restlichen Monde. Ich sag, ciao Leute.